Herzlich willkommen hier im Dokumentationszentrum zu unserem ersten Live-Tandem-Rundgang auf Instagram. Mein Name ist Nathalie Abbissen. Ich bin Julian Bischof und gemeinsam führen wir euch jetzt durch unsere Dauerausstellung sowie die Wechselausstellung Tell Me About Yesterday Tomorrow. Das NS-Dokumentationszentrum widmet sich der Geschichte des Nationalsozialismus in München und zwar einerseits Ursprung und Aufstieg hier in München, dann auch der Zeit des Terrorregimes, der Verfolgung und schließlich der NS-Geschichte nach 1945 und dem Umgang mit der Vergangenheit, und zwar tatsächlich bis heute. Erinnerung ist ein lebendiger Prozess und letztendlich stellt sich ja immer die Frage, was hat das Ganze mit mir zu tun? Ja, und genau an diese Frage knüpft Tell Me About Yesterday, Tomorrow an. Die Ausstellung präsentiert sich als künstlerische Interventionen im ganzen Dokumentationszentrum. Sie stellt einen Dialog her zwischen der historischen Ausstellung und zeitgenössischer Kunst. Die Werke von 46 Künstlern und Künstlerinnen aus ganz unterschiedlichen Weltregionen, sie stellen vielfältige Bezüge zum historischen Inhalt dar, geben aber auch einen Ausblick auf unsere heutige Zeit, unsere heutigen Lebensbedingungen. In einer Welt, die digital geprägt ist, in der wir mobil sind und vernetzt sind, die aber auch immer wieder von sozialen Polarisierung geprägt ist. Natürlich können wir euch in einer Stunde nur einen ganz kleinen Einblick in die beiden Ausstellungen geben. Und wir sind jetzt hier im vierten Stock, der sich vorrangig mit der Geschichte des Aufstiegs beschäftigt. Und da stellt sich natürlich die Frage, was war das eigentlich für eine Gesellschaft, in der der frühe Nationalsozialismus Fuß gefasst hat. Und wenn man jetzt mal auf das Bild hier hinter mir schaut, das ist eine Versammlung im Bürgerwollkeller 1923. Der NSDAP, beziehungsweise von Menschen, die da hingekommen sind, um die zu hören. Und man sieht schon, wenn man so das Publikum schaut, das sind Leute aus ganz unterschiedlichen Schichten. Hier haben wir eher welche aus der tendenziellen Unterschicht, Arbeiterklasse. Hier sind wir schon deutlich im gehobenen Bereich dabei. Das bedeutet also, es ist nicht so, dass nur eine bestimmte Gesellschaftsschicht sich angesprochen gefühlt hat. Im Gegenteil, schon von Anfang an haben gerade auch Leute aus den höheren Schichten, aus unterschiedlichen Bereichen, den Nationalsozialisten gefördert, durch Netzwerke, durch Publikationen oder auch durch finanzielle Mittel. Kernbotschaft der Nationalsozialisten war von Anfang an ein völkisches, rassistisches, auch antisemitisches Denken, das seine Wurzeln hatte im 19. Jahrhundert. Man hat versucht, Feindbilder herzustellen, Stereotype wurden benutzt, um Hass, um Ressentiments zu schüren, Sündenböcke zu schaffen. Und darauf bezieht sich auch zum Beispiel dieses Plakat, aber da kann man sich hier zeigen, auch von 1923. Da kündigt eine Versammlung an im Zirkusgebäude auf dem Marsfeld, das heißt im Zirkus Krone. Es fasste mehrere tausend Menschen. Und hier heißt es, es wird sprechen, unser Führer Adolf Hitler, zu dem Zeitpunkt wird er also schon als Führer bezeichnet, zum Thema Politik und Rasse, warum sind wir Antisemiten? Da haben wir also mehrere Kernpunkte wiederum dieser Ideologie, nämlich die interessante Verquickung von Rasse und Antisemitismus. Rasse ist ein Begriff, der aus der Biologie kommt ursprünglich und der von Seiten der Biologie bei Menschen nicht angewandt wird heute. Allerdings in früheren Vorstellungen ging man davon aus, es würde unterschiedliche Menschenrassen geben und die seien auch unterschiedlich und ungleich vor allem. Also es ist eine Vorstellung der Ungleichheit, die die Ideologie des Nationalsozialismus auch prägt, wobei auch diese Vorstellungen nicht von ihnen erfunden wurden, sondern bereits vorhanden gewesen sind. Das wird jetzt verquickt mit Antisemitismus und Feindschaft gegen Juden, denn hier wird Judentum auch nicht mehr als Rasse, als Religion definiert, sondern eben als sogenannte Rasse. Nochmal, Rassen bei Menschen gibt es nicht, Rassisten allerdings gibt es schon, damals wie heute. Eine zweite Sache, die hier interessant ist, mit dieser Ankündigung schafft man es, mehrere tausend Menschen zu mobilisieren. Und das zeigt uns auch noch ganz was Wichtiges, nämlich in der Mehrheitsgesellschaft der damaligen Zeit waren solche Vorstellungen offensichtlich bereits verankert. Die Nationalsozialisten haben das nicht erfunden. Sie greifen auf Vorstellungen zurück, die es durchaus in weiten Teilen der Bevölkerung bereits gibt. Und zwar durchgehend durch alle Schichten, ähnlich wie wir es vorher auf dem Bild gesehen haben. Und wie das nun so ist, wenn in einer Mehrheitsgesellschaft bestimmte Vorstellungen da sind oder auch sich verstärken, nicht nur über Vorstellungen, sondern irgendwann auch über Handlungen, damit beschäftigt sich eine Arbeit von Sebastian Jung.
Ja, wir sind jetzt hier bei der ersten künstlerischen Intervention der Arbeit von Sebastian Jung mit dem Titel Besorgte Bürger. Die Arbeit ist 2018 entstanden, als der Künstler Großdemonstrationen in Chemnitz beobachtet hat. Großdemonstrationen resultierten auf einen Aufruf von rechten und rechtsextremen Gruppen nach einem Überfall auf dem Chemnitzer Stadtfest. Verbreitet über soziale Netzwerke wurden unter anderem auch Gerüchte und Falschmeldungen, vor allen Dingen aber wurden Hass und Hetze gegen vermeintlich andere geschürt. Als die Großdemonstrationen stattfanden, gab es Überfälle auf Menschen, die für die Demonstrierenden vermeintlich anders waren, anders aussahen, vielleicht eine andere Sprache sprachen. Sie richteten sich gegen Gegendemonstranten, gegen Medienvertreter, die als sogenannte Lügenpresse bezeichnet wurde, oder auch gegen Polizisten. Sebastian Jung hat hier in einem sehr flüchtigen, fast schon kindlichen Zeichenstil vor allen Dingen die emotionalen Mobilisierungen festgehalten. Also das Schüren von Feindbildern, das Schüren von Ressentiments, das ihm dort begegnet ist. Er zeigt uns hier weniger die individuellen Personen, die teilgenommen haben, sondern geht nochmal eben auf das Schüren über Emotionen, Politik machen über Emotionen ein, was ja auch in einem aktuellen globalen Kontext immer wieder relevant ist, wo politische Rhetorik oftmals nicht auf Fakten basiert, sondern eben auf Gefühlen und Emotionalisierung geführt wird. Die Arbeit von Sebastian Jung ist hier im ersten Teil der historischen Dauerausstellung präsentiert, die, wie Nathalie schon gesagt hat, sich eben mit den Ursprüngen, den Anfängen des Nationalsozialismus beschäftigt. Und auch mit dem gesellschaftlichen Klima, wo der Nationalsozialismus immer mehr Zuspruch erhielt. Wir begeben uns jetzt ins nächste Stockwerk der Dauerausstellung, wo es um die Gesellschaft im Nationalsozialismus geht. Und das einerseits zwischen der Rassenideologie der Nationalsozialisten, zwischen der Diskriminierung und Ausgrenzung, aber auch der vermeintlichen Normalität der Bevölkerung auf der anderen Seite. Ja, was ihr hier seht, das ist ein Bild vom 10. März 1933. An dem Tag ist der Mann auf dem Bild, nämlich Michael Siegel, das war ein Münchner Anwalt, auf die Polizeistation in der Eschstraße gegangen. Wo ich weiter drauf reingehe, hier seht ihr Michael Siegel nochmal, und zwar einige Jahre früher zusammen mit seinem Sohn Hans-Peter. Man sieht hier ganz deutlich, das ist ein Bayer, der sich auch so gefühlt hat. Und zwar ein jüdischer, bayerischer Münchner. Wie gesagt, 10. März 1933, er geht auf die Polizeistation in der Eschstraße in seiner Funktion als Anwalt, um sich zu beschweren, weil damit einer seiner Mandanten wieder freigelassen wird. Doch anstatt dass man ihm zuhört, wird er von SS-Leuten, die als Hilfspolizei eingesetzt worden sind, mittlerweile verprügelt. Ihm werden die Hosenbeine abgeschnitten, die Schuhe weggenommen und er wird gezwungen, mit diesem Schild durch die Stadt zu laufen. Die Schrift auf dem Schild sagt heute, ich werde mich nie mehr bei der Polizei beschweren. Siegel erinnert sich daran, dass draufstand, ich bin Jude, aber ich will mich nie mehr bei der Polizei beschweren. Das heißt also, ein Anwalt, ein Teil des Rechtsstaates, geht zur Polizei, einem weiteren Teil des Rechtsstaates, und anstatt dass sie zusammenarbeiten, wendet sich der Rechtsstaat gegen ihn. Hier hat sich offensichtlich etwas grundlegend verändert. Die Gesellschaft ist entwickelt sich in Richtung eines Unrechtsstaates. Und interessant ist auch, wir sehen hier im Hintergrund zum einen die mitmarschierenden Uniformierten, aber zum anderen auch jede Menge Passanten, die zuschauen und offensichtlich nicht eingreifen und, wie wir von Siegel wissen, auch nicht eingegriffen haben. Die Nationalsozialisten etablierten eine Gesellschaft, die sie Volksgemeinschaft nannten. Das war der Kernpunkt dessen, was sie schaffen wollten, eine Idealgesellschaft, was natürlich hieß, das galt nur für einige. Wer dabei war, den man einbeziehen wollte, konnte Vergünstigungen bekommen, es gab soziale Förderungen, man hatte bessere Chancen im Beruf und auf Karriere, aber all diejenigen, die nicht ins Bild passen, die nicht dazugehören sollten, wurden ausgeschlossen und bekamen die Konsequenzen zu spüren. Ausgeschlossen aus politischen, aus rassistischen, aus sozialen oder auch aus religiösen Gründen.
die Ausgrenzung ging weiter und am 1. April, also gerade mal knapp 3 Wochen nach dem Bild, was wir gerade gesehen haben, vom 10. März, haben wir hier die sogenannten April-Boykotte, die am 1. April 1933 deutschlandweit stattfanden. Jüdische Geschäfte, Arzt- und Anwaltspraxen wurden boykottiert. Man hängte Schilder in die Schaufenster, Deutsche, wehrt euch, kauft nicht bei Juden. Und hier sehen wir, Anwaltspraxen wurden mit diesem Aufkleber Jude diffamiert. Ein SA-Mann steht vor der Tür und versuchte also hier schon sehr früh zum einen jetzt der jüdischen Bevölkerung quasi die Geschäfte kaputt zu machen durch den Boykott und auch zu diffamieren. Diese Aktion hat aus der Sicht der Nationalsozialisten nicht den erhofften Erfolg gehabt. Die Mehrheitsgesellschaft hat sich hieran noch nicht aktiv beteiligt, zeigt aber, wie ganz früh schon mit diesen Mitteln von Diffamierung, Boykott oder eben von öffentlicher Demütigung und Bloßstellung gearbeitet wurde, wie wir es im Fall von Michael Siebel gesehen haben. Ja, mit einer Beobachtung von öffentlicher Bloßstellung der ganz anderen Art hat sich Mohammed Bouissa beschäftigt. Wir sehen hier einen Teil seiner Fotoserie mit dem Titel Shoplifters, die 2014 und 2015 entstanden ist. Der Künstler hat hier Fotos vorgefunden in einem Supermarkt im New Yorker Stadtteil Brooklyn. Der Ladenbesitzer hat hier Diebe auf frischer Tat ertappt und hat ein Bild von ihnen geschossen. Einerseits natürlich, um die Diebe zu bestrafen, andererseits aber auch, um ihr Bild auszustellen als Warnung für vermeintliche zukünftige Diebe. Die Fotografien zeigen uns aber nicht nur die Straftat selber. Sie zeigen uns zum einen auch, welche Güter hier gestohlen werden. Es handelt sich um Lebensmittel, also existenzielle Waren des täglichen Gebrauchs, die vielleicht auch davon zeugen, in welchen Lebensbedingungen die Menschen sich befinden. Prekäre Verhältnisse am Rande einer kapitalistischen Großstadt. Wir sehen aber auch die Menschen, die zu einer gesellschaftlichen Minderheit im Kontext von New York gehören. Vielleicht auch der Ladenbesitzer selbst, was ihn oder auch andere vielleicht auch daran hindert, die Straftat öffentlich bekannt zu geben und sich an die Polizei zu wenden. Mohammed Bouissas Arbeit ist ein sehr ambivalentes Werk. Es bezieht nicht eindeutig Stellung, vielmehr fordert es uns als Betrachtende auf, Position zu beziehen, eine Interpretation vorzunehmen. Das Werk erfordert die Interpretation. Und mit dieser Ambivalenz und Vieldeutigkeit ist auch ein ganz allgemeines Merkmal freier Kunst angesprochen. Die Kunst, die sich nicht dem Zwecke einer Repräsentation unterordnet und die sich eben vielleicht auch politisch nicht vereinnahmen lässt. Ganz anders war das Kunstverständnis natürlich in autoritären Systemen. Ja, im autoritären System ist die Rolle der Kunst natürlich diejenige, die nicht Kritik üben kann. Im Gegenteil, es geht um die Zerstörung der kulturellen Vielfalt in den unterschiedlichsten Bereichen wie Literatur, Film, Theater und natürlich auch der bildenden Kunst. Kunst soll nicht kritisieren oder gar Mängel oder Problematiken eines Regimes aufweisen, im Gegenteil. Und im Nationalsozialismus wird das natürlich ganz extrem gemacht. Man nutzt die Kunst, stellt sie voll und ganz in den Dienst der Propaganda und der Ideologie. Gerade auch, wie schon erwähnt, im Bereich der bildenden Kunst. Wie wir hier sehen, denn da spielte München auch eine zentrale Rolle. 1937 wurde in München das Haus der deutschen Kunst eröffnet. Hier sehen wir Bilder von der Eröffnung mit der großen deutschen Kunstausstellung. Und das, was hier als große deutsche Kunst gezeigt wird, das sind völkische, rassistische Körperideale, die hier dargestellt werden. Parallel dazu fand in den Hofgartenarkaden die Ausstellung zur sogenannten entarteten Kunst statt. Hier waren es nun ganz andere Werke, die ausgestellt wurden, die der Moderne, einer offenen, kritischen und aufgeklärten Moderne. Und man sieht schon an der Art der Darstellung bzw. der Präsentation, wie unterschiedlich hier vorgegangen wird. Oben ausgestellt mit viel Raum, perfekte Inszenierung dieser
scheinbar idealtypischen Körper. Und unten wird eng gehängt, schräg, mit diffamierenden Krakeleien im Hintergrund. Man tut alles, um die Kunst zu diffamieren. Wobei es durchaus auch Ambivalenzen gab. Ambivalenzen insofern, dass Künstler, deren Werke als entartet diffamiert wurden, nicht automatisch erklärte oder aktive Gegner des Nationalsozialismus waren oder zumindest von dessen Ideologie. Ein Beispiel dafür wäre der Maler Emil Leude. Ja, der expressionistische Maler Emil Leude war einerseits in der Ausstellung Entartete Kunst ausgestellt. Er war sehr hart von der Kunstpolitik der Nationalsozialisten betroffen. Er wurde ausgeschlossen aus der Reichskammer Bildender Kunst, erhielt Berufsverbot, durfte also offiziell nicht als Maler arbeiten und nicht ausstellen. Zudem wurden über 1000 seiner Werke beschlagnahmt. Emil Nolde war aber gleichzeitig auch ein Anhänger des Hitlerregimes. Er suchte immer wieder die Nähe zur Partei und äußerte sich antisemitisch. Das war zwar bekannt, doch in der Nachkriegszeit hielt sich vorrangig der Mythos des Künstlers als Opfer des Nationalsozialismus und als Widerständler. Unter anderem trug ein großes Forschungsprojekt, das vor 2 Jahren im Hamburger Bahnhof in Berlin ausgestellt wurde, dazu bei, dass sich die öffentliche Wahrnehmung über Emil Nolde änderte und dass seine Biografie mehr Bekanntheit erlangte. In diesem Kontext ist auch gefallen, dass unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel hat 2 Werke, die im Kanzleramtsbüro ausgestellt waren, hat abhängen lassen. Ja, der Fall Emil Nolde ist ein Beispiel dafür, dass die Rezeptionsgeschichte auch ganz stark von der öffentlichen Darstellung von Künstlern und Künstlerinnen abhängt. Eine ganze Künstlerfamilie, die vom Nationalsozialismus betroffen war, sich aber anders als Emil Nolde ganz klar und eindeutig dem Nationalsozialismus entgegengestellt hat, war die Familie Mann. Die Künstlerin Michaela Melian hat für die Ausstellung ein Modell des ehemaligen Familienhauses der Familie Mann hier nachgestellt. Das Haus befand sich in der Poschinger Straße hier in München, wurde im Nationalsozialismus beschädigt und musste aufgrund des Zustands in den 1950er Jahren abgerissen werden. Heute finden wir in der Poschinger Straße wieder ein Replik dieses Hauses. Also zumindest die Fassade erinnert noch an den historischen Bau. Ja, zusätzlich zu dem Modell hat Michaela Melian auch Zitate aus Briefwechseln, aus Werken verschiedener Mitglieder der Familie Mann als Teil ihrer Installation integriert. Und die Musik, die ihr vielleicht schon im Hintergrund gehört habt, war Musik, die oftmals im Haus der Familie Mann zu hören war. Ja, ganz anders sieht man heute noch sehr viele Zeugnisse der nationalsozialistischen Architektur im Stadtraum München, was natürlich auch von der städtebaulichen Gestaltung und Inszenierung der Partei zeugt. Ja, Inszenierung für die Propaganda war natürlich ganz wichtig und eben gerade im Bereich der Architektur, sozusagen steingewordene kultische Darstellungen dieser Größenfantasien. Der Königsplatz war da ein ganz zentraler Ort, der relativ bald begonnen wurde, umgestaltet zu werden. Die Baumreihe wurde abgeholzt, der ganze Platz wurde mit Granitplatten aufgelegt, um ihn eben als Aufmarschplatz für große Aufmärsche möglich zu machen, und insbesondere der 9. November war da dann natürlich immer ein ganz zentrales Datum, wo diese Aufmärsche stattgefunden haben. Der 9. November eben als der Tag, der Jahrestag des Hitlerputsches, der dann mit entsprechenden kultischen Inszenierungen begangen wurde. Zudem wurden Führerbau und Verwaltungsbau gebaut und auch 2 sogenannte Ehrentempel, in denen man die Sarkophage von 16 als sogenannte Blutzeugen inszenierten Toten dieses Hitlerputsches aufbahrte. Also wirklich eine Art kultischer Weihestätte, die da geschaffen wurde. Diese Ehrentempel, natürlich entsprechend aufgeladen, waren dann eine der großen Fragen nach 1945, wie sollte man jetzt mit diesem architektonischen Erbe umgehen. Im unteren Film sehen wir, wie die
Ehrentempel, sehen wir gleich, wie die Ehrentempel gesprengt werden. Und das Einzige, was noch übrig blieb davon, waren dann die Sockel bzw. die Fundamente. Die wurden nun nicht vollständig abgetragen. 1956, 47 hat man sie dann begrünt und so langsam überwucherte dann der Wuchs diese Reste der Bauten. Und damit ging es auch hinaus aus der Wahrnehmung. Man hat tatsächlich buchstäblich Gras über die Sache oder diesen Teil der Geschichte wachsen lassen. Und was man jetzt nicht mehr so gut sieht, aber wenn man von hier aus rausschaut, dann schaut man direkt auf die Fundamente dieser Ehrentempel, sodass wir also hier drei Zeitachsen jetzt wirklich in einer Sichtmöglichkeit haben. Zum einen oben die Zeit des Nationalsozialismus, unten die Nachkriegszeit und wenn man rausschaut, dann blickt man auf unsere heutige Gegenwart, in unsere heutige Gegenwart. Ja, und das wird nun ideal ergänzt durch das Bild von, oder die Installation von Marcel Odenbach. Marcel Odenbachs Arbeit Das große Fenster von 2001 fügt sich hier in die Dauerausstellung ein. Es zeigt Bilder des Berghofs von Adolf Hitler am Obersalzberg in Berchtesgaden. Es zeigt historische Aufnahmen, teilweise aus Privatarchiven, die Adolf Hitler zeigen, wie er politische Funktionäre dort trifft. Es sind aber auch historische Bilder von Aufmärschen der Nationalsozialisten zu sehen und später Ausschnitte aus dem Film Münchhausen, der von Josef Goebbels persönlich in Auftrag gegeben wurde. Hier sieht man, wie Marcel Odenbach das Mittel der filmischen Collage nutzt und hier einen Vorhang einzieht, um nochmal auf die Inszenierungsstrategien der Nationalsozialisten zu verweisen. Wir sehen dann später im Film aber auch Bilder zerstörter Städte, Bilder des Krieges, wodurch Marcel Odenbach hier nochmal auf die Zwecke der Propaganda verweist. Es ging darum, Gefühle von Patriotismus heraufzubeschwören. Das große Fenster mit seinem Ausblick auf die ideale Landschaft soll Gefühle von Heimat wecken und letztlich eben auch ja, die Menschen begeistern für die Ideologie der Nationalsozialisten und auch für die Gewalt gegen alle anderen, die nicht dieser Ideologie entsprechen. Ja, das Jahr 1938 bildet da eine ganz wichtige Zäsur, insbesondere auch in der Befolgung der jüdischen Bevölkerung. Was wir hier sehen, sind Auswirkungen der eben erwähnten Gewalt, nämlich das Novemberpogrom vom 9. November 1938. Jüdische Geschäfte wurden zerstört, Synagogen wurden niedergebrannt, und sehr viele jüdische Bürger wurden gedemütigt oder misshandelt. Die Nationalsozialisten haben es dann dargestellt als einen angeblich spontanen Ausbruch des Volkszorns, was allerdings nicht stimmt, das war eine geplante Aktion. Das kann man schon allein daran sehen, dass die Feuerwehr Synagogen nicht gelöscht hat, sondern nur darauf geachtet hat, dass die Brände nicht auf umliegende Gebäude übergreifen. Die Polizei hat fast 30.000 jüdische Männer verhaftet und in Konzentrationslager inhaftiert, um zum einen noch vorhandenes Vermögen abzupressen und um sie zur Immigration zu zwingen. Und in der Folge nahm dann auch die sogenannte Arisierung, de facto staatlich organisierter Raub, immer größere Formen an. Zwangsversteigerungen wurden angesetzt, die dann als sogenannte freiwillige Versteigerung in der Zeitung adressiert wurden, wo auch die normalen Bürger hingehen konnten und relativ günstig zu Schleuderpreisen Vermögen bzw. Einrichtungsgegenstände ihrer jüdischen Nachbarn erwerben konnten. Die Möglichkeit des persönlichen Profits in Bezug auf die Verfolgung ist ein ganz wichtiger Aspekt dieser Verfolgungsgeschichte. Auch nach 1938 kommen immer weitere Verordnungen und Gesetze heraus, die das Leben einschränken und fast unmöglich machen oder zumindest unerträglich irgendwann. Insgesamt in der Zeit von 1933 bis 1945 gab es über 2000 solcher Verordnungen. Es war Juden verboten, irgendwann Theater, Kinos, Konzerte zu besuchen. Lebensmittel durften nur noch in speziell zugewiesenen Geschäften gekauft werden. Öffentliche Verkehrsmittel durften nicht mehr benutzt werden. Und so radikalisierte sich nach und nach fast in allen Lebensbereichen die Einschränkungen. Ab 1941 begann man dann auch damit, dass der Judenstern getragen werden musste für alle Personen über 6. Und vorher allerdings schon mit Kriegsbeginn 1939,
sehen wir ein Bild von der Bombardierung von Warschau, radikalisierte sich die Verfolgung für unterschiedliche Gruppen das erste Mal wieder. So zum Beispiel die Aktion TI4, eine Aktion, wo man begann, systematisch Menschen mit Behinderungen zu ermorden, unter anderem in sogenannten Tötungsanstalten und Gaskammern getötet wurde. Die rassistische Verfolgung der Sinti und Roma verschärfte sich massiv und ebenso auch die Verfolgung der jüdischen Bevölkerung. Was wir hier sehen, ist ein Stadtplan von München. Und die hellen Punkte, die sind jetzt schon relativ weit fortgeschritten, wir werden gleich wieder von vorne beginnen, markieren Wohnorte von Münchner Jüdinnen und Juden. Und zwar zu dem Zeitpunkt, wo sie gelebt haben, zu diesem Jahr. Der weiße Kreis, der gleich wieder auftaucht unten, markiert die Zahl der jüdischen Bevölkerung 1937. In diesem Jahr setzt es ein. Und er wird an verschiedenen Stellen stoppen. Zum einen eben 1938 ist die große Zäsur, wo tatsächlich die materielle Existenzvernichtung beginnt. Man nimmt unter anderem Novemberpogrom, aber vor allem eben Arisierung. In der Folge werden auch Juden immer engeren Gebieten zusammengedrängt, in sogenannten Judenwohnungen, so auch hier in München. Und 1941 haben wir dann eine weitere Verschärfung. Sogenannte Judenlager werden gebaut, zwei davon gab es in München, das Judenlager Milbertshofen, das sogenannte, und das Judenlager Berg am Laim. Und wie man hier sieht, wurde die jüdische Bevölkerung auch gezwungen, diese Lager selbst zu bauen. Und man hier sehr gut sehen, in der eigenen Kleidung. Normalerweise würde man jetzt nicht mit einem Anzug anfangen, Bauarbeiten zu betreiben. Von diesen Lagern begannen dann die Deportationen. Im Fall der Münchner jüdischen Bevölkerung nach Kaunas in Litauen und Piaski in Polen, wo Massenerschießungen stattgefunden haben. Und später auch ins Ghetto Theresienstadt und nach Auschwitz. 1941 war also der Völkermord schon vor dem Gange. Und er wird dann noch weiter verschärft mit der Ermordung einerseits zunächst mit Massenerschießungen und dann auch später mit der systematischen Ermordung in den Vernichtungslagern und Todeslagern. Ja, wir sehen hier noch eine Fotografie von zwei jüdischen Mädchen aus dem sogenannten Judenlager in Milbertshofen, die kurz vor ihrer Deportation standen. Es ist ein Bild, was uns auf sehr ähnliche Weise wieder in der Installation des Künstlers Leon Kahane begegnen wird. Dort in einer Zeichnung von seiner Großmutter, die im Sammellager in Drancy im Vorort von Paris gefangen war und dort eine Zeichnung von Kindern im Lager angefertigt hat. Die Bedeutung von Zeitzeugen spielt eine sehr große Rolle in Erinnerungs- und Gedenkkultur. Ja, denn das, was Zeitzeugen berichten können, das ist natürlich durch nichts anderes aufzugeben. Dieses persönliche Erleben. Wir haben das große Glück, dass wir hier im Haus auch mal mit Zeitzeugen begrüßen können. Einer davon, der sehr häufig da ist und auch gerade mit Schulklassen spricht, das ist Ernst Vogel, der selber hier in München als Kind verfolgt worden ist, als sogenannter Halbjude. Judenlager Milbertshofen war eine Zeit lang und schließlich nach Theresienstadt deportiert wurde, wo er dann zum Glück befreit werden konnte. Und der kommt bis heute ganz oft und spricht hier mit Schulklassen, was für die Schulklassen immer ein ganz eindrückliches Erlebnis ist. Denn zum einen ist er, obwohl er jetzt schon relativ alt ist, doch noch unheimlich lebendig und hat eine fantastische Verbindung zu den Schülern und ist auch ganz offen und ehrlich in dem Austausch mit ihnen. Alle Fragen können gestellt werden, so wie selber Ja, Zeitzeugen und Zeuginnen, die uns auch den direkten Zugang zur Geschichte bieten, ist auch das Thema einer Arbeit von Isid Bostan. Die Künstlerin und Designerin hat ein Logo für unsere Ausstellung entworfen, das lautet Tell Me Everything. Sie hat das für T-Shirts, wie auch auf meinem, entworfen, aber auch für einen Schal und wie wir später auch sehen werden, als Bild hier in der Ausstellung. Dieser Slogan Tell Me Everything soll einerseits natürlich erinnern an die Wichtigkeit von Zeitzeugen und deren Überlieferungen und das Festhalten von Einzelschicksalen. Wieder relevant, natürlich auch vor dem Hintergrund, dass Zeitzeugen älter werden, Zeitzeugen versterben.
und auch in der aktuellen Situation. Durch die Pandemie bedingt findet gerade wenig Austausch statt, auch vor dem Hintergrund der letzten Gedenkfeiern, der Befreiungsgedenktage, die stattgefunden haben, wo eben Zeitzeugen und Zeuginnen nicht auftreten konnten, also zur verletzlichsten Gruppe unserer Gesellschaft. Also Bostons Slogan, Tell Me Everything, soll auf der anderen Seite aber auch nochmal daran erinnern, dass wir alle aufgefordert sind, Stellung zu beziehen und uns einzusetzen, dass eben nicht das Schweigen der vielen zur Ermunterung von wenigen jetzt sein wird. Vielleicht kurz noch eingeschoben zu den vielen, denn der Ernst Gruber hat auch tatsächlich einen kleinen Sprung ins Digitale gewagt, insofern, als dass er uns auf Twitter ein Teil der Erklärung der vielen als Lesung dargeboten hat. Ja, die oben schon angesprochene Installation von Leon Karane finden wir hier. Sie besteht aus drei Teilen, Fotografien, über die ich gleich sprechen werde, einem Video und der schon erwähnten Zeichnung. Ausgangspunkt für Leon Karanes Beschäftigung war eben das Schicksal seiner Großmutter, die als Jüdin im Sammellager in Drancy gefangen war. Leon Karane ist an den Ort in Drancy gereist, um sich einerseits mit dem historischen Ort zu beschäftigen, aber auch mit dem heutigen Umgang an diesem Ort. Das ehemalige Sammellager in Drancy wurde 1940 von der deutschen Wehrmacht angeeignet und zum Sammellager umfunktioniert. Erbaut wurde es aber Anfang der 30er Jahre als soziales Wohnbauprojekt, als sogenannte Cité de la Muette. Angeeignet durch die Nationalsozialisten wurde dieses gemeinnützige Projekt in sein Gegenteil verkehrt. Es war der Ort, von wo aus der Großteil der französischen Juden und Jüdinnen nach Auschwitz deportiert wurde. Leon Karane ist an den Ort gereist und hat einen Zeitzeugen getroffen, Lucien Tinader. Wir sehen ihn hier im Film. Gemeinsam sind sie das Gelände abgeschnitten, was heute teilweise noch erhalten ist und auch teilweise noch als Wohnraum genutzt wird. Gemeinsam mit Lucien Tinader schreitet er den Ort ab. Er erzählt, was sich dort damals befand, was sich heute dort befindet. Lucien Tinader konnte den Nationalsozialismus nur deshalb überleben, weil seine Familie ihn auf das Land in Frankreich geschickt hatte und er nach dem Krieg zurückkehren konnte. Er hat dann selbst auch eine Schneiderei an dem Ort eingerichtet, um eben diesen Ort wieder einzunehmen. Er war aber auch ganz maßgeblich beteiligt an einer Gedenkinitiative an einem kleinen Dokumentationszentrum, wie man so möchte, in der Cité de la Muette. Wir sehen das hier festgehalten auf den Tafeln, die Leon Karane abfotografiert hat. Wir sehen hier private Fotografien, persönliche Dokumente und Zeugnisse, die eben mit sehr einfachen Mitteln die Geschichte dieses Ortes auch wirklich an dem Ort direkt nachzeichnen. Ja, die schon erwähnte Zeichnung von Leon Karanes Großmutter, die bis 1945 im Sammellager Drancy gefangen war und dann befreit werden konnte, sehen wir hier noch einmal. Ja, wenn wir über historische Orte und den heutigen Umgang damit sprechen, müssen wir eigentlich auch nochmal auf dem Ort des Dokumentationszentrums hier eingehen. Auf jeden Fall. Denn das steht natürlich nicht irgendwo hier, wo das Dokumentationszentrum steht, war ursprünglich das sogenannte Braune Haus. Das heißt, die erste große Parteizentrale der Nationalsozialisten, die das Gebäude, das ehemalige Palais Barbon, 1930 erworben hatten, für die sehr hohe Summe von über 800.000 Goldmark. Damals wie heute war das hier durchaus ein hochpreisiges Viertel. Das zeigt also nochmal, wie schon in der Aufstiegsphase, zumindest ab 1930 hier sehr deutlich, die Nationalsozialisten in der Lage gewesen sind, so viel Mittel aufzutreiben, um ein solches Haus zu kaufen. Nicht nur das, wie oben schon erwähnt, wurde ja auch der Königsplatz umgebaut und das ganze Viertel hier zum sogenannten Parteiviertel umgestaltet. Über 68 Gebäuden haben über 6.000 Mitarbeiter für die Partei gearbeitet. Der Parteisitz blieb auch durchgehend hier in München, als der Regierungssitz dann in Berlin gewesen ist, um damit auch nochmal die Bedeutung von München
München für den Nationalsozialismus herauszustellen, als sogenannte Hauptstadt der Bewegung. Ja, über die Schwierigkeiten des Umgangs haben wir schon gesprochen, gerade was die Ehrentempel betrifft, aber auch an vielen anderen Stellen in München hat es recht lange gedauert, bis sich die in der Öffentlichkeit quasi ein Erinnerungskultureller Präsenter gezeigt hat. Wobei, das sieht man ja schon, die Geschichte der Erinnerungskultur ist auch schon eine eigene Geschichte. Und leider auch durchaus so, dass sie in Bezug gerade auch auf unterschiedliche Opfergruppen durchaus nicht gleich verlaufen ist. Manche der Opfergruppen wurden auch lange Zeit nicht wahrgenommen, verschwiegen, marginalisiert. Und eine Gruppe, die wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, wäre zum Beispiel die der Homosexuellen, mit denen sich auch gerade eine Arbeit von der Rosemarie Trocke beschäftigt. Ja, die Skulptur von Rosemarie Trocke befindet sich ganz am Eingang des Konzentrationszentrums und trägt den Titel Frankfurter Engel. Sie ist eine Replik einer älteren Arbeit der Künstlerin, die sie 1994 für den öffentlichen Raum in Frankfurt am Main entworfen hat und der für das Gedenken an die homosexuellen Opfer des Nationalsozialismus steht. Die Arbeit geht zurück auf eine Giebelfigur des Kölner Doms, die im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Es gibt allerdings noch einen Gipsabguss dieses Engels mit abgebrochenen Flügeln, den die Künstlerin verwendet hat, um ihn noch einmal abzuformen. Die Künstlerin hat anschließend den Kopf des Engels abgetrennt und hat ihn in leicht schräger Position wieder aufgesetzt, um auf die irreversiblen Schäden durch den Nationalsozialismus hinzuweisen. Das Original der Künstlerin von 1994 steht noch immer im öffentlichen Raum in Frankfurt am Main auf einem Sockel, der die Mahnschrift trägt, dass Männer die Männer lieben und Frauen die Frauen lieben, immer wieder verfolgt werden. Die Künstlerin hat die existierende Skulptur aus dem öffentlichen Raum für die Ausstellung hier nochmals abgeformt und in vergrößerter Form ausgestellt und spricht damit natürlich auch verschiedene Formen des Gedenkens an. Skulpturen im öffentlichen Raum, Dokumentationszentren wie hier, aber ja, auch die Diskussion darum, welche neuen Formen von Erinnerung es braucht, um die Geschichte und die Gegenwart wieder miteinander zu verknüpfen. Rosemarie Trocke hat die Figur des Engels verwendet, um ein Symbol für das Gedenken an die homosexuellen Verfolgten zu entwerfen. Einerseits, weil er natürlich ein Symbol des Friedens ist, auf der anderen Seite aber auch, weil er ein androgynes Wesen ist, weil nicht eindeutig zuzuordnen ist, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt. Genau dieser Aspekt begegnet uns nochmal in einem anderen Werk des Künstlers Kent Monkman, auf das ich nur ganz kurz eingehen möchte. Kent Monkmans Arbeit Der Deluge, auf Deutsch Die Sintflut, bearbeitet ja eigentlich ein biblisches Thema, die Sintflut, und benutzt ja auch das Mittel der historischen Kirchenmalerei, befasst sich aber mit einem eher aktuellen Thema in Kanada. Es geht nämlich um die Vertreibung der indigenen Bevölkerung, die Ausgrenzung, Diskriminierung und Verfolgung dieser Gruppe. Kent Monkman ist selbst First Nations Künstler, hat sich halt also aus seiner Position heraus mit dieser Geschichte beschäftigt. Konkret greift er hier ein Ereignis auf, was noch bis weit ins 20. Jahrhundert bestand, die sogenannten Residential Schools, die von Kanada eingeführt wurden, um eine Entwurzelung der indigenen Bevölkerung zu veranlassen, sie aus Familien zu entreißen, wie man auch hier auf dem Bild sieht, und auch die Sprache und Kultur der indigenen Bevölkerung zu unterdrücken. Ja, Kent Monkmans Arbeit ist auch nochmal ein Beispiel für die internationale Ausrichtung dieser Ausstellung. Also, dass es Werke gibt, die an ganz anderen Teilen der Welt, die von ganz anderen Teilen der Welt zeugen und bestimmte Aspekte aufgreifen, die in der Geschichte des Nationalsozialismus auftauchen, die aber heute in ganz anderer Form uns begegnen und diskutiert werden müssen. Ganz zum Schluss wollen wir jetzt noch auf ein Werk kommen, was noch einmal konkret Bezug auf diesen Ort hier in München, den Königsplatz, nimmt. Ja, denn was wir hier sehen, das ist die
die im Zuge der nationalsozialistischen Bücherverbrennung verbrannt worden sind und von ihren entsprechenden Autoren. Die kulturelle Vielfalt zu zerstören, oben schon angesprochen, war einer der ganz zentralen Punkte. Das betraf natürlich insbesondere die Literatur als die Möglichkeit von Autoren, sich zu äußern, zu Kritik anzuregen und auch Regimekritik äußern zu können. Und am 10. Mai 1933, also nicht weit davon entfernt, gerade letzte Woche war der Jahrestag, haben in vielen deutschen Städten Bücherverbrennungen stattgefunden, in Universitätsstädten. Hier in München war das auf dem Königsplatz, direkt in der Mitte, häufig getragen eben auch von der Studentenschaft. Damit hat man versucht, Autoren die Lebensgrundlage zu entziehen, zum einen und natürlich auch wieder das Prinzip der öffentlichen Diffamierung. Das Verbot von Büchern zog sich selbstverständlich weiter über die ganze Zeit des Nationalsozialismus, aber gerade diesem Ereignis der Bücherverbrennung wollte Annette Kelm eben in ihrer Arbeit hier daran erinnern und sich damit auseinandersetzen dazu. Ja, Annette Kelm hat in ihrer Serie Buchcover von verbrannten Büchern fotografisch festgehalten. Sie hat sie in einem simplen dokumentarischen Stil aufgenommen und als Porträts präsentiert. Sie zeigt sie damit als widerständige Stücke, die den Nationalsozialismus überstanden haben, und würdigt damit nicht nur das Werk, sondern die ganze künstlerische Karriere der Schriftsteller und Schriftstellerinnen. Die Auswahl, die Annette Kelm hier präsentiert, zeugt von der Bandbreite, die die Bücherverbrennungen betrafen. Es waren Kinderbücher dabei, Romane, Lyrik, Sachbücher. Die Werke stammten von jüdischen Schriftstellern und Schriftstellerinnen, aber auch von politischen Oppositionellen. Es gab Schriften zum Kommunismus, Schriften zur Emanzipation der Frau und zur sexuellen Freiheit. Gleichzeitig zeugt Annette Kelms Arbeit hier auch von der Erinnerung an diese Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg. Es tauchen Namen auf, die uns heute wieder sehr bekannt sind. Bertolt Brecht, Kurt Tucholsky, Erich Kästner, Joachim Ringelnatz. Es finden sich aber auch Namen, die heute fast vergessen sind. Beispielsweise Walter Mehring oder auch Maria Leitner mit ihrem Werk Eine Frau reist durch die Welt. Ja, damit wären wir schon am Ende von unserem kurzen Einblick. Wie gesagt, was wir versucht haben, war euch einen ganz kurzen Einblick zu geben. Es gibt natürlich noch wesentlich mehr zu entdecken, und wenn wir versucht hätten, euch alles zu erzählen, dann hätten wir deutlich länger als eine Stunde gebraucht. Aber das Haus hat jetzt wieder geöffnet, ihr könnt also vorbeikommen. Ja, wir würden uns freuen, euch hier vor Ort zu sehen, und ansonsten findet ihr noch sehr viele Informationen auf unserer Webseite, die auch laufend ergänzt werden. Vielen Dank fürs Zuschauen.